Und seitdem, was machen wir? Jedes Mal, wenn wir den Tawaf beendet haben, ist es eine Sunnah, dass man sich hinter den Maqam von Ibrahim stellt und dort zwei Raka'at betet. Und auch der Imam heutzutage, und ich denke, es war früher auch so, stellt sich hinter den Maqam von Ibrahim und betet dort. Ja, also das heißt, von dieser Seite stellt er sich hin. Im Allgemeinen. Dann des Weiteren gibt es eine zweite Stelle, die ich nicht vorenthalten möchte. Als Umar ibn Khattab radiallahu anhu die folgenden Verse hörte, dass sie offenbart worden sind. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, aus Surat al-Mu'minun. Dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen. Dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen. Dann bekleideten wir den Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Dann sagte Umar, Fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Also auf Deutsch, segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Als Lobpreisung von dieser gewaltigen Schöpfung, wie Allah einen schöpft. Wenn Allah wollte, hätte er den Menschen einfach sagen können, sei und dann ist er fertig, der Mensch ist fertig. Aber Allah hat diese Stufen gemacht. Und Allah weiß, welche Weisheit dahinter stecken. Und welche Vorteile, dadurch unterscheiden sich die wissenden Menschen von den unwissenden Menschen. Und viele unglaubliche Sachen. Und dann hat Allah den Vers abgesagt. Gleich im Anschluss. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Das ist die zweite Sache. Die dritte Sache, und zwar waren sich die Sahaba radiallahu anhum nach der Schlacht von Badr nicht einig, was sie mit den Gefangenen machen sollen. Und manche von ihnen haben gesagt, wir sollten die Gefangenen freilassen, weil wir schwach sind und dafür Lösegeld bekommen. Und dann haben wir was davon. Und Umar ibn Khattab sagte, nein, das ist nicht richtig, sondern das sind Leute, die uns bekriegt haben. Und diese Menschen, die praktisch den Islam, das letzte Licht des Islam auslöschen wollten, ja, mit dem Propheten, sie gehören hingerichtet, mehr nicht. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala folgenden gewaltigen Verse abgesandt. Er sagte, es ist in Vers 67, Surat al-Anfal, Surah Nummer 8. Es steht keinem Propheten zu, Gefangene zu haben, bis er den Feind überall im Land schwer niedergekämpft hat. Ja, dann sagt Allah, ihr wollt Glücksgüter des Diesseitigen, aber Allah will das Jenseits. Allah ist allmächtig und allweise. Wenn nicht von Allah eine früher ergangene Bestimmung wäre, würde euch für das, was ihr genommen habt, fürwahr gewaltige Strafe widerfahren. Subhanallah. Und das war das nächste, was Umar Khattab genau übereinstimmt hat mit dem, was Allah subhanahu gesagt hat. Und das letzte, das vierte, was mir bekannt ist, ist, dass er sagte, O Gesandte Allahs, Ya Rasulullah, Nisa'uk yadkhulu alayhinna al-bar wal-fajir law amartahunna bil-hijab. Das heißt, O Gesandte Allahs, deine Frauen, zu ihnen dringt ein, also zum Haus, und sieht sie, der al-bar wal-fajir, das heißt, der Rechtschaffene und der Sündhafte und Frevler. Und dann sagte er, würdest du doch deinen Frauen befehlen, ein Hijab anzuziehen? Oder irgendetwas, was eben die Blicke nicht zu den Frauen gelangen lässt, dass die Frauen nicht gesehen werden können. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den Vers 53 von Surat al-Ahzab herabgesandt, in dem es heißt, oder zumindest den Teil hier, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ فَسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابَ. Und wenn ihr sie, das heißt die Frauen des Propheten, um einen Gegenstand bittet, so bittet sie hinter einem Vorhang. Na. Und so ist klar, dass die Frauen des Propheten, man durfte von ihnen nichts sehen, weder Gesicht, noch Hände, noch Fingernägel, noch irgendetwas. Und das ist das auch, warum die viele Fuqaha gesagt haben, dass auch die Frauen allgemein, und weil die Frauen des Propheten sind Vorbild und alle Frauen anderen nehmen sich diese Frauen zum Vorbild, deswegen dürfen die Frauen nichts von sich zeigen. Na, das war das, was einige Frauen gesagt haben. Und das war wieder eine Sache, in der Umar al-Khattab radiallahu anhu
Allah subhanahu wa ta'ala übereinstimmt hat. Na, nehmt Ibrahims Standort als Gebetsplatz. Im Tafsir, im Maqam Ibrahim, wird nicht nur ausgelegt als die Stelle, an der er stand, sondern als alle Orte, an denen man Kulthandlungen Allahs vollzieht, die von Ibrahim abstammen. Gemeint ist also nicht nur die Stelle, sondern auch die Stellen, die man für Hajj, die man braucht, wenn man zu Hajj geht, ja, wie Mina, wie Arafat und das Sa'i, At-Tawaf und alle diese anderen Sachen gehören nach manchen Mufassirun auch zum Maqam von Ibrahim a.s. Und wir verpflichteten Ibrahim, noch eine Sache, und zwar Allah sagte, er machte diese Städte zu einem Ort der Sicherheit. In der vorislamischen Zeit, in der Jahiliyyah, war es sogar so, dass der, es war so ein Ort der Sicherheit, dass sogar der, dass der Vater des Ermordeten am Mörder vorbeiging bei der Kaaba und ihm nichts antat. Und nachdem der Islam gekommen ist, ist diese Sache vorbei. Jetzt sind die Muslime selbst dafür verantwortlich, dass dieser Ort zu einem Ort der Sicherheit wird. Manche Fuqaha haben sogar aus diesem Vers entnommen, dass wenn jemand irgendwann eine Straftat begangen hat und sich auf dieses Gebiet zurückzieht, darf man ihm nichts antun. Aber dem widerspricht natürlich, dass es unmöglich akzeptabel ist, dass das Gebiet von Mekka zu einer Einkehr wird von Mördern und Verbrechern und Dieben. Und so wird das nachher noch ein ganz gefährliches Wort. Also das, wallahu a'lam. Nein, das ist, was ich gelernt habe. Und nehmt Ibrahim als Ort. Und wir verpflichteten Ibrahim und Ismail. Ibrahim a.s. ist der Vater von einem Propheten. Und von noch einem Propheten. Wie heißen sie? Ishak und Ismail. MashaAllah. Und er ist der Opa von einem Propheten. Wie heißt er? Wer? Ibrahim ist der Opa von einem Propheten. Jakob a.s. Ja. Und Ibrahim ist der Uropa von einem Propheten. Von dem Propheten was? Ibrahim ist der... Yusuf a.s. MashaAllah, sehr gut. Von Yusuf. Also MashaAllah, guck mal. Der Vater von zwei Propheten. Der Großvater von einem Propheten und der Urgroßvater. Also eine edle Kette von Menschen, von reinen Menschen. Und von dieser sauberen, edlen Kette stammt wer ab? Die Kinder Israels. Und trotzdem nützt es ihnen nichts. Na, Ismail, als Allah sagt, wir verpflichten Ibrahim und Ismail, reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen. Da war Ismail a.s. schon im reifen Alter und er war schon ein Prophet. Und sie sollen dieses Haus reinigen vom Schirk und von irgendwelchem Dreck. Und für diejenigen, die den Umlauf vollziehen, Tawaf. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala erst den Tawaf erwähnt? Die Mufassirun sagen, weil Tawaf ist eine edle Sache und die kann man nur in Mekka machen. Ja? Sa'i natürlich auch. Ja? Aber Tawaf ist noch edler als Sa'i. Weil Tawaf ist wie ein Gebet. Und nur, dass man eben reden darf. Man muss dafür auch rein sein und man schaut die edle Kaaba an. Und gedenkt Allahs, also Tawaf ist die edelste Sache, die man machen kann. Man kann sie nur in Mekka machen, Tawaf. Kann man nirgendwo anders machen. Reinigt mein Haus für diejenigen, die den Umlauf vollziehen und die sich dort zur Andacht zurückziehen und die sich vor Allah verbeugen und niederwerfen. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das Verbeugen und das Niederwerfen vom Gebet? Weil das die edelsten Teile des Gebetes sind. Die Verbeugung, Ar-Ruku', was viele Leute nicht so als gewaltige Sache ansehen, leider, Ar-Ruku' ist eine der gewaltigen Gebetsstellungen, und das Sujud ist die edelste überhaupt. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die Stellung, an der man am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist, wenn man im Sujud ist, und deswegen soll man da viel Dua machen. Das Dua im Sujud wird nicht von Allah subhanahu wa ta'ala erhört. Und das Problem ist, leider, würde irgendjemand, was haltet ihr davon, wenn jemand Sujud macht für einen lebendigen Menschen?
Das, was ist das? Schirk. Kufr. Keine Frage. Weil das ist eine Sache, die man nur für Allah darf. Dann was mit der Verbeugung? Subhanallah. Es gibt Leute, die verbeugen sich für andere Menschen. Auf den Bühnen, bekannte Sachen. A'udhu billah, das ist Schirk, das darf man nicht. Das Verbeugen ist nur für Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt und nicht für irgendwelche anderen Menschen. Das Aufstehen ist ja auch nicht erlaubt. Das Aufstehen für irgendwelche Menschen, das ist auch nicht, das hat der Prophet aus seinem gehasst. Und wer sich wünscht, dass man jemand für sich aufsteht, das ist noch für den, Beispiel, wenn ältere Leute kommen, die älter sind, wenn man aufsteht, um Respekt zu zeigen. Ja, das ist alles, das gehört nicht zur Sunna des Propheten, sagt er dann dazu. Alles gehört nicht dazu. Aber wenn es machen, Kopfnicken? Ansatz von, wenn man jemanden von Verbeugung. Manchmal so. Kenn ich nicht. Das ist ein Ansatz zu Rukwa. Japaner, ja. Machst du Hau. Ja, auch am besten. Wir Muslime haben unsere eigene Sunna. Ja. Und dazu möchte ich nur eine Sache sagen, nur zum Wissen. Wenn man eine Gemeinschaft begrüßt, sagt man Assalamu alaikum. Man muss nicht unbedingt jedem einzeln die Hand schütteln. Und auch wenn man geht, muss man nicht jedem einzeln die Hand schütteln. Und wenn man eine Gemeinschaft begrüßt, jemand kommt rein und sagt Assalamu alaikum. Wenn einer von uns sagt Wa alaikum assalam, reicht das aus. Das muss nicht jeder einzeln sagen. Nur damit, manchmal findet ihr irgendjemanden, der zum Beispiel nicht antwortet. Nicht, dass man schlecht über die Menschen denkt, sondern es reicht, wenn man in der Gemeinschaft einer antwortet. Und gedenkt, als Ibrahim sagte, mein Herr, mache dies zu einer sicheren Ortschaft, Makkah also, und versorge ihre Bewohner mit Früchten. Wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt? Das ist interessant, weil wir haben vorhin gesehen, dass Ibrahim gesagt hat, also Allah hat gesagt, ich mache dich zu einem Vorbild für die Menschen. Und dann sagt Ibrahim, aber bitte auch von meiner Gemeinschaft, von meiner Nachkommenschaft. Und dann sagt Allah, nein. Nur die Gläubigen von ihnen, die Ungerechten nicht. Und jetzt sagt Ibrahim, mache diesen Ort zu einem sicheren Ort und versorge die Bewohner mit Früchten. Und er macht gleich die Einschränkung, weil er gelernt hat zum ersten Mal. Wer von ihnen aber nur glaubt an Allah den jüngsten Tag, die anderen versorge sie nicht, das ist Ibrahims Standpunkt gegenüber die Kuffar. Sieht man mal, was er gelernt hat. Aber dann sagt Allah, weil er ist Ar-Rahman Ar-Rahim, er sagte als Antwort, wer aber ungläubig ist, den lasse ich ein wenig genießen. Na, das ist Allahs Barmherzigkeit. Und wegen diesem Vers, da dürfen wir die Kuffar essen und trinken lassen auf dieser Erde. Und sie dürfen essen und trinken. Allerdings, weil sie diese, ist das eine Art von Kuffar, wenn sie Allahs seine Versorgung annehmen, trotzdem nicht anbeten und ihm danken, weil sie von seinem Ni'am profitieren und ihm dafür nicht danken. Hierauf zwinge ich ihn in die Strafe des Höllenfeuers. In diesem Leben hat man noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob man betet, nicht betet. Ich meine die Entscheidung in dem Sinne, nicht, dass es erlaubt ist, zu entscheiden, was man tun will. Manche Leute verstehen das falsch, sondern wenn es ins Paradies gehen will, muss beten. Da gibt es keine andere Möglichkeit und muss Zakat geben und fasten und ein rechtschaffender, gottesfürchtiger Mensch sein. Und wer dies nicht tut, der hat ein großes Problem und er wird einen schlimmen Ausgang erhalten. Wie Allah subhanahu wa ta'ala es über diejenigen gesagt hat, die im Gebet nachlässig sind. Sogar, wo heißt es im Tafsir, nachlässig, alladhinahum an salatim sahun, das sind diejenigen, die das Gebet nicht zur richtigen Zeit verrichten. Also die absichtlich außerhalb der Gebetszeiten beten oder das Gebet eben vernachlässigen, in der richtigen Zeit zu beten. Und das ist eine gewaltige Sache und wir suchen Zuflucht vor Allah subhanahu wa ta'ala und wir hoffen, dass er uns stärkt darin, dass wir unsere Gebete immer zur richtigen Zeit verrichten. Denn das Gebet ist nach den Shahadatain, nach den zwei Glaubensbekenntnissen, der wichtigste Pfeiler des Islams. Ibrahim auf Altsyrisch bedeutet Al-Abur Rahim, der barmherzige Vater. Und so ist er und so wurde er uns auch beschrieben. Und er war auch gastfreundlich, wie wir in der Geschichte von Lut a.s. gelernt haben oder lernen werden, als die Engel zu ihm kamen und er wusste nicht einmal, dass sie Engel waren. Und dann hat einfach eben gleich ein Schlachtopfer geschlachtet und gebraten oder wie auch immer und hat es ihnen serviert. Das ist die beste Art und Weise, wie man mit seinen Gästen umgeht.